Inszenierte Bilder. Stimmungsmache aus dem Kriegsgebiet. Christlicher Schlingerkurs. Die CDU in Zeiten des Krieges. Verdrängte Themen. Wer vom Krieg profitiert? Der Kampf gegen den Terrorismus, das Großprojekt der USA. Und auch einer der Hauptgründe, warum nun bereits seit 8 Tagen der Irak bombardiert wird. Denn mit dem Angriff soll auch das Terrornetzwerk Al-Qaida empfindlich geschwächt werden, behaupten zumindest die Amerikaner. Erstaunlich daran ist allerdings, dass sich das amerikanische Militär für den Sitz seiner Oberbefehlszentrale im Krieg gegen Saddam ausgerechnet das Emirat Katar ausgesucht hat. Es liegt etwa 1200 Kilometer von Bagdad entfernt. Erstaunlich deshalb, weil Recherchen meiner Kollegen John Götz und Volker Steinhoff ergeben haben, dass man in eben diesem Katar nicht nur an jeder Straßenecke Werbevideos von Osama Bin Laden kaufen kann, sondern dass dort sogar seit Jahren eine unheilvolle Verbindung zu Al-Qaida besteht. Das tägliche Ritual aus Katar. Die Chefs des amerikanischen Oberkommandos verkünden neue Erfolge in ihrem Krieg gegen Saddam und den Terrorismus. Die gesamte internationale Presse ist versammelt und lauscht. Katar, ein Brennpunkt der Weltpolitik. Und das sind die Herrscher von Katar, eine das Land autoritär regierende Königsfamilie. Demokratie ist für sie ein Fremdwort. Doch ausgerechnet sie sind die Gastgeber für die amerikanischen Terroristenjäger. Die konzentrieren sich ganz auf den Irak. Sie versprechen die Einführung von Demokratie und Rechtsstaat in Bagdad. Zuständig für die Sicherheit des US-Oberkommandos ist dieser Mann. Scheich Abdullah bin Khalid Al-Thani. Er ist der Innenminister von Katar. Richard Clark kennt diesen Mann ganz genau. Bis vor 4 Wochen war Clark der Leiter der Terrorismusabwehr im Nationalen Sicherheitsrat der USA. The Minister of Islamic Affairs. Der Minister für Islamfragen, das war er damals, ist auch ein Mitglied der Königsfamilie. Er hat große Sympathien für Osama bin Laden. Er hat eigenes Geld gespendet und auch Regierungsmittel an Verbündete des Terrornetzwerkes von Al-Qaida. Wir hatten wirklich den Eindruck, jedenfalls aufgrund der CIA-Berichte, dass dieser Scheich Al-Thani faktisch ein Mitglied von Al-Qaida war. Was der damalige Terrorismusbekämpfer erst von Panorama erfährt, inzwischen ist der Islamminister sogar zum Innenminister befördert worden. Das schockiert mich, wenn das stimmt, was Sie sagen, dass der Minister von damals jetzt für die innere Sicherheit von Katar zuständig ist. Ich hoffe sehr, das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Anruf von Panorama bei der katarischen Botschaft in Bonn. Wer ist der Innenminister von Katar? Die eindeutige Antwort: Scheich Abdullah bin Khalid Al-Thani. Daraufhin schicken wir eine Interviewanfrage an die Botschaft. Kurz darauf ein Rückruf mit überraschenden Neuigkeiten. Al-Thani sei doch nicht der Innenminister. Weitere Auskünfte werden verweigert. Peinlich, denn auf der offiziellen Homepage der Regierung wird er als Innenminister bestätigt. Ein Terroristenfreund als Innenminister, zuständig damit auch für die Sicherheit der amerikanischen Terroristenjäger. Müsste dann nicht Katar auch angegriffen werden? Im Moment kämpfen wir gegen das irakische Regime und seine Verbindung zum Terrorismus. Sonst kann ich Ihnen dazu wirklich nichts sagen. Aber es muss noch einiges gesagt werden, auch über ein Anwesen in Katar, Eigentümer der Innenminister. Hier hat er nach CIA-Erkenntnissen zahlreicher Al-Qaida-Funktionäre beherbergt. Vor allem eine Person, Minister Khalid Al-Thani, hatte große Sympathien für heilige Krieger. Der Minister hatte ein Anwesen außerhalb der Hauptstadt, wo er eine Reihe dieser sogenannten afghanischen Araber untergebracht hat. In Katar lebten in den 90er Jahren 10 Leute, die bis heute zur Liste der meistgesuchten Terroristen gehören. Sie wurden von der Regierung geschützt und bezahlt. Bis heute gibt es keine Rechenschaft darüber.
Ein enger Mitarbeiter von Bin Laden hat mir persönlich erzählt, dass sie sich in Katar sehr wohl fühlten. Sie würden dort Unterstützung bekommen von einer zentralen Figur der Königsfamilie. Und zwar von ihm. Der Minister hatte auch diesen Terroristen als Freund, den kürzlich festgenommenen Chefplaner des 11. September, Khalid Scheich Mohammed. Er war der Drahtzieher des 11. September. Wenn wir ihn früher festgenommen hätten, wären die Anschläge so nicht passiert beim World Trade Center. Er war sehr wichtig und gefährlich und wir haben ihn nicht gekriegt. Sie sehen hinter mir, was die Folge war. Der 11. September. Vorbereitet von Khalid Scheich Mohammed. Durch eine Festnahme hätte es verhindert werden können. Und diese Festnahme wäre möglich gewesen. Katar 1996. Schon damals waren US-Geheimagenten dem Al-Qaida-Chefplaner auf der Spur. In Katar hatten sie ihn aufgespürt. Der damalige FBI-Agent Jack Clunen fuhr nach Katar, um den Terroristenchef festzunehmen. Als wir herausfanden, dass er in Katar ist, da stockte uns der Atem. Mein Puls schlug schneller. Mein Gott, all die Arbeit. Und endlich zahlt es sich aus. Wir kriegen ihn. Eigentlich bittet man in solchen Fällen die Regierung, die Person einfach auszuliefern. Wir wussten aber, dass er sogar einen Job bei der Regierung hatte und dass er den Schutz von ganz oben genoss. And that he had the protection of somebody high up in the government. Zunächst schien das amerikanische Misstrauen unbegründet. Der Königsclan versprach die Festnahme. Wir waren unmittelbar vor der Festnahme. Khalid Scheich Mohammed, ich heiße Jack Clunen, Sie sind hiermit festgenommen, nach Paragraph so und so. Dann hätten wir ihn in ein Flugzeug gesteckt, das wartete schon, und ihn in die USA gebracht. Doch dann entkam Chefplaner Mohammed. Offenbar aufgrund eines Tipps des heutigen Innenministers Al-Thani. Wir glauben, dass Scheich Al-Thani Wind bekommen hat von dem amerikanischen Festnahmeersuchen und, so die CIA-Erkenntnisse, dass er dies an Khalid Scheich Mohammed durchsteckte. Der Chefterrorist entkam und konnte so sein Terrorwerk vollenden. Spielt der 11. September eine Rolle beim Irakkrieg? Ja, das war der Auslöser für den Krieg gegen den Terrorismus. Deshalb sagen die USA und ihre Verbündeten, uns reicht's. Und wir werden alles tun, den Terrorismus in der Welt zu eliminieren. Er weiß, wo man den Terrorismus am besten bekämpft. Der ehemalige CIA-Agent Robert Baer, jahrelang für den Nahen Osten zuständig, auch für Katar. Sein Fazit: Nach allem, was ich weiß, und ich bin darüber ziemlich genau informiert, gibt es mehr Leute in Katar, die mit dem 11. September etwas zu tun haben, als Irakis oder Freunde von Saddam. Tja, dann müsste eigentlich nach der amerikanischen Logik jetzt, so zynisch es klingt, dringend auch Katar bombardiert werden. Wir schalten nun zu dem Mann, der täglich für die ARD aus dem amerikanischen Camp in Katar berichtet. Guten Abend, Peter Puhlmann. Guten Abend nach Hamburg. Herr Puhlmann, warum hat sich denn die amerikanische Militärführung ausgerechnet Katar für ihre Kommandozentrale ausgesucht? Naja, in Saudi-Arabien, wie beim letzten Golfkrieg, waren die USA nicht mehr willkommen. Kuwait ist zu nah dran. Da bot sich das kleine Katar an. Der Wüstenstaat hat sich die letzten 7, 8 Jahre begonnen zu öffnen, dem Westen hin zu öffnen. Es ist immer noch Islam, immer noch Wahhabismus hier, also sehr hart. Aber man ist sehr aufgeschlossen den westlichen Ideen gegenüber. Das gefällt gar nicht dem Nachbar Saudi-Arabien. Und da ist ein kleiner Schutz von der Weltmacht nicht so schlecht. Aber von Demokratie kann man hier nicht sprechen in Katar. Es gibt keine Parteien, kein Parlament. Alles ist in der Hand der großen Familie des Emirs. Und immer wieder, wenn ich Menschen anspreche, wie es dann damit stehe, dann wird mir gesagt, naja, seine Hoheit, der Emir, der wird das schon weise entscheiden. Die Menschen hier haben auch, spüre ich zumindest nicht, ein Verlangen nach Demokratie, weil sie sind alle recht wohlhabend, reich und satt.
Es zahlt niemand hier Steuern oder Strom, Wasser. Die Gesundheitsversorgung ist gratis. Es geht den Leuten hier prima. Wenn einer das Studium abgeschlossen hat, bekommt ein Grundstück vom Staat gratis. Also das ist eine Situation hier, die die Leute nicht aufbringt, um Demokratie zu fordern zum Beispiel. Ja, aber sagen Sie, es sind ja jetzt an die 600 Journalisten bei Ihnen im Camp. Ja? Kümmern sich denn beispielsweise jetzt amerikanische Reporter oder die US-Militärführung um diese unheilvolle Verbindung zwischen Katar und Al-Qaida? Ich glaube, das ist hier gar nicht bekannt. Die kümmern sich nicht darum. Die sind so beschäftigt und so fixiert auf diesen Krieg und darauf, diesen Krieg, wie soll ich sagen, gut darzustellen, dass das Thema gar keines ist. Hier, man kommt auch gar nicht raus aus der US-Basis. Man ist ja hier richtig gehend eingesperrt und die ganze Zeit quasi Tag und Nacht auf der Basis. Also Katar-Themen werden hier überhaupt nicht behandelt. Vielen Dank, Peter Puhlmann, nach Katar. Auch wir sind zum großen Teil auf das amerikanische Fernsehen angewiesen. Die meisten Journalisten, die die Militärkolonnen an der Front im Irak begleiten, stammen aus den Vereinigten Staaten. Von ihnen bekommen wir viel Material. Ob aber die Bilder von explodierenden irakischen Panzern, sich ergebenden Soldaten oder sauberen Straßen, die nicht gerade nach Verwüstung aussehen, der Wirklichkeit entsprechen oder aber inszeniert sind, wissen wir nicht genau. Wir müssen uns darauf verlassen, was wir sehen. Christine Adelhardt und Karin Dohr haben eine dieser Szenen, die Sie sicherlich schon aus dem Fernsehen kennen, noch einmal genauer betrachtet und dabei festgestellt, dass sie eigentlich etwas ganz anderes zeigt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Krieg im Irak, auf allen Kanälen die gleichen Bilder. Wichtige Stadt Basra im Süden des Iraks. Schlacht um Basra, lautet die Meldung. So wird sie präsentiert. Gegen 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit hatte der britische Fernsehsender BBC die Einnahme der Stadt Basra durch die Truppen der Alliierten vermeldet. Das sollen die Bilder der Schlacht um Basra sein. Was zeigen sie wirklich? Die gleichen Bilder? Ein anderer Sender, eine völlig andere Geschichte. Die Marines zerstören leere irakische Panzer, berichtet der Reporter. Weit und breit keine feindlichen Truppen, niemand unter Beschuss. Keine Kampfhandlung. Das sollen also die Bilder der Zerstörung irakischer Panzer sein. Was zeigen sie wirklich? Das Originalmaterial, die Bilder, die allen Sendern zur Verfügung standen. Aus diesen Szenen haben die Nachrichtenstationen der Welt ihre Berichte geschnitten. Doch wer die Bilder genauer betrachtet, bekommt Zweifel. Was wird uns hier vorgeführt? Der Soldat wartet, blickt zur Kamera, dann erst zieht er die Handgranate. Die Explosion, ein stilisiertes Kriegsbild. Hier zielt ein Soldat. Aber auf wen? Dort hinten radelt nur ein Mann. Dieser Soldat legt sogar die Bazooka an. Warum so schweres Gerät gegen einen leeren Panzer? Lächerlich findet das der Militärexperte, dem wir die Bilder zeigen. Inszenierung für die Kamera, so sein Urteil. Und er kann es belegen. Der Mann mit der Bazooka. Zerstören so Militärs feindliches Gerät? Ein so aufwendiges Verfahren wie mit der Bazooka in diesen Panzer, wo ja nun sinnvollerweise die Tür hinten schon aufsteht, damit er auch reintrifft, zu beschießen, ist völlig überflüssig. Wenn ich, wie vorhin gesehen, eine Handgranate reinwerfe, reicht das vollkommen aus. Sie arbeiten natürlich mit der Bazooka, weil das auch wieder ein Stückchen Kriegsgeschehen ist und man dem Reporter Bilder liefert. Das ist ganz offensichtlich der Sinn, gute Bilder zu liefern, mit denen der Reporter Kriegsgeschehen darstellen kann. So erklärt sich auch der Schuss in Richtung Radfahrer. Es sieht aus wie Krieg, doch hier wird nur gespielt. Wir fahren im Band zurück. Zuerst Ladehemmung. In aller Ruhe stellen sich die Soldaten erneut auf. Keine Spur von feindlichem Beschuss. Wir sehen nicht wirklich Krieg, sondern allem Anschein nach Stellübungen für einen Kameramann. Hier wird geprobt für das optimale Bild.
Und das ist es. Und es gibt noch mehr davon. Dieses hier. Soldat schleicht an. Warum mit Pistole? Die kann nur einen Sinn machen, wenn dieser Soldat irgendwo einen Gegner vermutet, der ihn beschießen will. Nur auf diese Entfernung, das sind etwa 200 Meter, so weit reicht ja der Blick, nützt ihm die Pistole nichts. Insofern ist auch diese Szene, auch die geduckte Haltung des Soldaten, ich würde mal etwas kühl sagen, Hollywood. Und es zeigt natürlich ein bisschen Krieg, der tatsächlich keiner ist. Es kracht, es knallt, es wird geballert. Die US Marines freuen sich. Die Soldaten richten noch schnell einen Laster hin. Gänzlich absurd, MG-Beschuss auf leere Panzer. Das hat einen sehr schönen Effekt, was man gar nicht mal sehen kann hier. Das wird Funken sprühen und es knallt. Es werden feindliche Panzer zerstört. Damit belässt man es aber nicht, sondern man verbindet diese Zerstörung mit der künstlichen Darstellung von Kampfhandlungen. Hier versuchen Militärs und Journalisten gemeinsam die Erfolge der Streitkräfte darzustellen und auf diese Weise aber Zuschauer in die Irre zu führen. Und die Rechnung geht auf. Die Bilder vom Abenteuerspielplatz finden sich in den Nachrichtensendungen wieder. Das gleiche Bild, eine völlig andere Geschichte. Die amerikanischen Spezialeinheiten gerieten unter Beschuss aus Maschinengewehren und Panzern. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Eigentlich verwenden wir hier in Deutschland und die Journalisten in Amerika die gleichen Bilder. Und trotzdem könnte man zuweilen den Eindruck bekommen, dass das deutsche und das amerikanische Fernsehen über völlig verschiedene Ereignisse berichtet. Während man sich bei uns doch irgendwie um eine distanzierte Sichtweise bemüht, scheint man in vielen amerikanischen Sendern nur eins zu kennen: Patriotismus. Da wird eingeschworen gegen Saddam, da werden tapfere, überlegene amerikanische Soldaten gezeigt und heroische, ästhetische Bilder von Kampfjets in den Lüften. Die leidvolle Seite des Krieges wird häufig ausgeblendet. Ariane Reimers und Dietmar Schiffermüller über das amerikanische Fernsehen in Zeiten des Krieges. An unsere Streitkräfte. Für euren Mut. Für euer Opfer. Für eure Tapferkeit. Wir salutieren vor euch. Fox News. Es ist der größte Infokanal der USA. Ein Sender im Krieg, ganz nah dran an den Soldaten. Der Unterschied zwischen Frontreporter und Kämpfer, längst verwischt. Zum Beispiel Oliver North, Ex-Marine. Jetzt für Fox News in der Schlacht. Meine letzte Übertragung von hier wird aus dem befreiten Bagdad kommen. Die Soldaten arbeiten dran. Und die Bösen werden bald tot sein. Bad guys are dead. D-E-A-D, dead. Die Wünsche des Reporters gehen in Erfüllung. Bomben auf Bagdad am vergangenen Freitag. Der Beginn von Shock and Awe. Angst und Schrecken. Der neuen Strategie der US-Militärs. Pressekonferenz im Pentagon. Die Journalisten voller Bewunderung für den Angriff. Entfesselte Reporter. Werden wir heute wieder so eine Show sehen wie gestern Abend? Fragt ein Reporter am Podium und danach sein Kollege. Tony, noch eine Frage zur Show letzte Nacht. Das geht selbst dem Pentagon zu weit. Das ist keine Show, das ist kein Spiel. Und man sollte seine Worte sorgsam wählen. Journalistische Sorgfalt. So sieht sie bei Fox News aus. Militärkunde für die Zuschauer. Eine Serie stellt Waffengattungen vor. Journalisten, fast schon Teilnehmer am militärischen Feldzug. Stolz auf die Souvenirs von der Front.
Zwischen den Live-Berichten immer wieder Spots. Martialisch und patriotisch. So wie viele Journalisten in diesen Tagen. Es wäre faszinierend zu wissen, wie es ist, dort zu stehen. Die Schüsse vom Feind, die Befehle, und plötzlich geht es los. Wie steht's dort an der Front? Ja, es ist interessant, beinahe wie ein Medienspektakel. Bei so viel Begeisterung werden die Proteste zu Hause kleingeredet. Demonstration in New York. Rund 200.000 Menschen protestieren gegen den Krieg. Im Fernsehen diffamieren selbsternannte Experten die Kriegsgegner. Der Protest, angeblich unbedeutend und von Extremisten gesteuert. Die Veranstalter der Demonstration sind Kommunisten und Stalinisten und sie sind für Saddam. Und keiner der Mitmarschierer wehrt sich dagegen. Bilder wie beim letzten Golfkrieg 1991. Angeblich punktgenaue Bombardierungen. Die Opfer werden nicht gezeigt. Die Medien haben nichts dazugelernt. Stattdessen immer wieder Schulterschluss mit den Soldaten. Und viele Medien bekennen ganz offen und distanzlos: Unsere Herzen sind bei euch. Wir sind jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin in Washington, Patricia Schlesinger. Guten Abend, Patricia. Guten Abend, Anja. Bei uns, wir bekommen ja nicht unbedingt alle amerikanischen Fernsehsender. Wie ist denn die Wirkung auf Sie über die Berichterstattung vor Ort? Also eigentlich schon durchaus vielfältig, muss man sagen. In der Tat, Sie haben in erster Linie Fox als Beispiel genannt. Das ist, und das kann man schon auch so hart sagen, der Sender des amerikanischen Imperialismus. Das ist der Sender der Truppen. Aber der betreibt in der Tat auch, muss man dazu sagen, Militainment. Das ist nicht mehr eine Mischung aus Unterhaltung und Krieg, sondern Krieg als Unterhaltung. Und die Journalisten sind dort bestenfalls Schlachtenbummler, jetzt im Krieg. Aber insgesamt muss man doch sagen, hier gibt es jede Menge seriöse Fernsehberichterstatter, jede Menge seriöse Sender, die gute Nachrichten machen, die der Tagesschau zum Beispiel in nichts nachstehen, die gute Dokumentationen zeigen. Fox und Co. sind natürlich wichtig, aber wer sich hier informieren will, der kann sich durchaus informieren, zum Beispiel auch in den Tageszeitungen, die auf den Meinungsseiten jede Menge kritische Analysen, Kommentare, Berichte liefern, die sich beschäftigen mit dem Zweifel und Sinn, mit Zweifeln und Sinn an diesem Krieg, mit Militärstrategien. Also ich denke, das muss man doch schon sehr deutlich herausstellen. Wer will, kann sich hier informieren. Man muss sich aber auch klar machen, je älter dieser Krieg wird und je schwieriger er wird, desto mehr, glaube ich, entzieht sich der Krieg als Ganzes auch der journalistischen Darstellung. Denn desto mehr wird es der Fall sein, dass wir nur noch das sehen, senden und lesen können, was das Pentagon uns freigibt. Aber man hat jetzt hier schon das Gefühl, dass die amerikanischen Journalisten eine bisschen andere Auffassung von Berichterstattung haben als die Journalisten in Deutschland. Naja, also eigentlich haben sie eher noch eine strengere. Ganz im Sinne der angelsächsischen Tradition wird hier Bericht, Meinung und auch Analyse ganz, ganz stark getrennt. Ich glaube, der Unterschied zum deutschen Journalismus besteht in etwas anderem. In Deutschland ist man sehr, sehr vorsichtig aufgrund der deutschen Vergangenheit, wenn es um letzte Fragen wie Krieg oder Frieden geht. Das ist auch richtig so. Hier ist es so, dass Krieg tatsächlich in der Gesellschaft viel mehr als Fortsetzung der Politik begriffen wird und Patriotismus eben Teil des Mainstream Amerika ist. Und selbst Berichterstatter, die vorher gegen den Krieg waren, die auch dagegen angeschrieben haben. Wenn es erstmal soweit ist, dass dieses Land in den Krieg zieht, die fallen dann um und werden auch zu Patrioten. Dieses Land ist in Zeiten des Krieges weniger kritisch und viel mehr patriotisch. Und ich denke, das muss man dann verstehen. Und das spiegelt sich auch im Journalismus hier wieder. Vielen Dank, Patricia Schlesinger nach Washington. Blöde Zeiten für die Opposition. Krisenzeiten sind Kanzlerzeiten. Und sich dagegen die Regierung zu positionieren, ist nicht so einfach. Vor allem dann nicht, wenn die Regierung auch noch auf der guten Seite, also gegen den Krieg, steht. Da hat es Angela Merkel als CDU-Parteichefin wahrlich schwer. Blieben nur zwei Möglichkeiten. Entweder nichts sagen oder gegen den Regierungskurs stehen. Aber das hieße ein Ja zum Krieg. Angela Merkel hat sich offenbar für die zweite Variante entschieden und damit für ordentlich Unmut in ihrer Partei gesorgt. Denn so ganz mit christlichem Herzen wollen die Unionskollegen Merkels Anbiederung an Amerika nicht mittragen.
Jochen Gräbert über eine zerrissene Union. Das Gemeindehaus in Jüchen bei Düsseldorf gestern Abend. Der Bundestagsabgeordnete Willi Wimmer hält in seinem CDU-Ortsverein einen leidenschaftlichen Vortrag. Vor wenigen Wochen war der Politiker nach Bagdad gereist, hat den Menschen, wie er sagt, in die Gesichter geschaut. Jetzt erklärt er den Parteifreunden, was er vom Krieg hält. Ich kann nicht erkennen, dass irgendetwas im Zusammenhang mit diesem Krieg legitim ist. Aus meiner Sicht der Dinge ist dieser Krieg von Anfang an ungerecht. Absolut ungerecht. Beifall an der CDU-Basis und auch hier klare Worte zum Krieg im Irak. Ich bin gegen den Krieg, absolut dagegen. Ich finde, dass dieser Krieg unglaubwürdig ist und nicht rechtens. Ich vertrete eigentlich auch die gleiche Position wie der Herr Wimmer. Ich bin gegen den Krieg, weil ich denke, dass Krieg nie eine Lösung ist, um Konflikte zu lösen, sondern einfach nur Gewalt. Rückblende Berlin, 18. März, kurz vor Kriegsbeginn. Das Bush-Ultimatum läuft bereits. Die Unionsfraktion will nun endlich ihre Haltung festlegen. Lange brüten die Abgeordneten über den Entwurf ihrer Chefin Angela Merkel. Eine gewundene, verklausulierte Erklärung mit dem entscheidenden Satz, dass die CDU das Bush-Ultimatum unterstützt. Im Klartext, grünes Licht für einen Angriff der USA. Als es dann zur Abstimmung kommt, wundert sich der entschiedene Kriegsgegner und CSU-Mann Gauweiler, dass viele Kollegen ganz plötzlich auf Toilette müssen. Ich habe immer noch das Bild einer Kollegin vor mir, die in der Fraktionssitzung heftig geklatscht hatte, als die kriegskritischen Argumente vorgetragen sind und dann, wie die Abstimmung war, sich so langsam der Tür näherte und dann, bevor es zum entscheidenden Handaufheben kam, schnell aus der Tür hinausging. Ganze 4 Unionsabgeordnete stimmen gegen den Kriegskurs ihrer Parteichefin. Den anderen Kriegsgegnern war die Parteiräson offenbar wichtiger als der Frieden. Ohne jetzt dem Einzelnen wirklich zu nahe zu treten. Natürlich sind die Gesichtspunkte, die jeder kennt, Angst, Feigheit, Anbieterei. Gleich nach der Fraktionssitzung Pressekonferenz zum Irakpapier der CDU. Wenn ich das Ultimatum unterstütze, dann ist das eine absolut eindeutige Form mit allen Konsequenzen, die dieses Ultimatum enthält. Die Konsequenzen 3 Tage später. Shock and awe, das Bombeninferno in Bagdad. Einer aus der CDU, der umgefallen ist, Saarlands Regierungschef Peter Müller. Der geißelte den Krieg als Völkerrechtsbruch, sprach von Rückkehr zum Recht des Stärkeren, von Faustrecht. Trotzdem hat Müller das Merkel-Papier abgenickt. Vor unserer Kamera will er sich dazu nicht äußern. Auch er fiel um. Horst Seehofer hatte eine 2. UN-Resolution gefordert. Nichts davon im Merkel-Papier. Seehofer stimmte dennoch zu. Und selbst er mutierte zum Parteisoldaten. Willi Wimmer stimmte auch für das Merkel-Papier. Seine Parteichefin erklärt er jetzt sogar zum Friedensengel. Sie hat sich ausdrücklich dazu erklärt, in dieser berühmten Erklärung, dass die Lebensgrundlagen des irakischen Volkes gewahrt bleiben müssen. Das sind ja kräftige Aussagen genug, um deutlich zu machen, das ist kein Bekenntnis zu einem Kriegskurs. Man will Frau Merkel jetzt etwas insinuieren, was innerparteiliche Gegner gerne machen möchten. Ich zähle da nicht zu. Bremen am vergangenen Montag. Kreisversammlung der CDU. Dort ist man nervös, es herrscht Wahlkampf und die meisten Wähler sind gegen den Krieg. Der Abgeordnete Wolfgang Bosbach soll den Parteifreunden die verquaste Parteilinie erklären, dass die CDU-Führung den Krieg eigentlich gar nicht will, ihn aber dennoch befürwortet, wenn auch nicht einheitlich. Und je später der Abend, desto größer die Verwirrung, auch an der Basis. Welche Position hat die CDU zum Golfkrieg? Können Sie mir die erklären? Ja, eigentlich wollte ich da so nichts zu sagen. Warum nicht? Ganz ehrlich sagen, kann ich im Moment schlecht. Weil Sie die Position nicht kennen oder? Nicht genau. Das ist eine gute Frage, was die CDU gesagt hat. Ich denke mal, ja, ich weiß es nicht, was die CDU gesagt hat. Ob sie dafür ist, ob sie es toleriert, ob sie dagegen ist. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Positionierung Ihrer Partei im Irakkrieg? Ja, kann ich im Moment nicht beantworten. Lass ich fragen. Bilder wie diese gehen um die Welt. Der schnelle Sieg, auf den Amerikaner und Briten gesetzt hatten, scheiterte am Widerstand der Iraker.
Je länger der Krieg dauert, je mehr Soldaten und Zivilisten sterben, desto lauter werden die Fragen. Ich denke, dass die Führung der CDU-CSU hofft, dass Bush recht hat und dieser Krieg ganz schnell vorbeigeht und dass im Jubel der Siegesparade niemand mehr nach den Schuldigen fragt. Aber ich denke, dass auch dies eine Illusion sein wird. Tja, es gäbe noch einiges mehr über die Union zu berichten. Etwa der Streit zwischen CDU und CSU in Sachen Sozialpolitik. Normalerweise wäre das ganz oben auf der journalistischen Agenda. Aber in Kriegszeiten bleibt es eben eine kleine Randnotiz. Und auch so manch anderer Politiker, Sportler oder Staatsmann wird froh sein, dass das Reporterauge gerade ganz woanders hingerichtet ist. So einiges ist schlagzeilentechnisch untergegangen in der irakischen Bilderflut. Aber so ganz vergessen wollen wir von Panorama die sonstigen Verfehlungen dann doch nicht. Stefan Stuchlik mit Themen über die Panorama Sie wäre nicht Krieg in dieser Ausgabe sicher ausführlicher informiert hätte. Sie war das erste Medienopfer des Irakkrieges. Rachel Corrie, 23 Jahre, Friedensaktivistin. Im Gazastreifen stellt sie sich gegen einen israelischen Bulldozer. Mit ihren Mitstreitern will sie die Zerstörung eines palästinensischen Wohnhauses verhindern. Der israelische Soldat im Bulldozer wird später sagen, er habe die Demonstrantin nicht sehen können. Ein tragischer Unfall, heißt die israelische Version. Beobachter sprechen von kaltblütigem Mord. Rachel Corries Tod geht in den Medien unter. Niemand interessiert sich mehr für Palästina, der Irak ist das Thema. Die Israeli wissen das. Sie marschieren erst in Jebalia ein und greifen danach fast täglich Palästinenserstädte an. Blutige Szenen, beinahe unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit. Ein kleiner Satz mit nachhaltiger Wirkung. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Das Verfassungsgericht stellt damit fest, der Staat darf, nach richterlicher Genehmigung, Telefongespräche von Journalisten abhören. Kritiker sehen die Unabhängigkeit eines ganzen Berufsstandes in Gefahr. Ich telefoniere gerade wieder mit. Denn Journalisten, die Skandalen nachgehen, müssen damit rechnen, dass die Justiz mithört, dass sich kein Informant mehr telefonisch bei ihnen meldet. Doch das Abhörurteil fällt im Schatten des Krieges. Die Unabhängigkeit von Journalisten, bei Korrespondenten im Irak oft gefordert, in Deutschland ist sie kein Thema. Vorerst zumindest nicht. Wenn die Kriegszeiten vorbei sind, dass man wieder Gehör findet bei der Politik, dass die Abhörmanie und die Sicherheitsmanie zurückgeschraubt wird und dass die Politik dann bereit ist, sich wieder mal ein bisschen um innere Freiheit zu kümmern. Im Moment halte ich das für vergebliches Bemühen. Auch er ist ein Mediengewinnler des Irakkrieges. Uli Hoeneß, der gewiefte Manager des FC Bayern München. Fußballstars wie Zé Roberto hat er zu Saisonbeginn eingekauft. Dazu noch Michael Ballack. Das Geld für die exklusiven Spieler, offenbar Schmiergeld. Denn Medienmogul Leo Kirch bezahlte rund 20 Millionen Euro an die Bayern. Gegenleistung: die Bayern setzen sich dafür ein, so der geheime Vertragstext, dass die Kirch-Gruppe die Bundesliga-Rechte bekommt. Die Liga tobt. Das ist nicht schön, das ist nicht in Ordnung. Das ist schon infam, wenn man das tut. Bayern-Arroganz. Bei so viel Kritik überlege man sich, nach Italien auszuwandern, sagt die Clubführung. Und da sich in Kriegszeiten für Kahn und Co. kaum jemand interessiert, lügt Hoeneß weiter. Nur kein Aufsehen, alles Kleinreden, 20 Millionen Bestechungsgeld, alles Peanuts. Demzufolge sehe ich zwar einen kleinen Verstoß, aber das ist für mich eine Lappalie. Und ein Urteil der Fußballgewaltigen müssen die Bayern auch nicht fürchten. Was auch untergegangen ist, es gab noch eine Firma mit geheimen Kirchverträgen, nämlich den Deutschen Fußballbund selbst. Das war's für heute bei Panorama. Die nächsten ausführlichen Berichte zum Krieg gibt es um 22.35 Uhr in den Tagesthemen. Und wenn was Wichtiges passiert, natürlich auch während des jetzt folgenden Tatorts. Bis zum nächsten Mal in hoffentlich schon wieder friedlicheren Zeiten. Tschüss.